Computer ist da. Scheiße kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Da, geh da hin. Shit. Beweg dich nicht. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Andy, kommst du überhaupt hier rein? Ja, warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft, Quinn? Nein, 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 warte mal. Nimm mich nicht an. Nimm mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Mann, Chris, wir sind Familie. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Bitte, bitte, runter, Chris. Bitte, runter. Geht da runter! Findet den Pisser! Oh nein. Bedbug. Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Und Iraq? Hat er seinen Cousin getötet? Scheiße! Ich hab den Arsch verloren! Ich hab nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Kann ihn gar nicht verfehlen. Hat ihn entwischen lassen. Dafür gibt's noch Ärger.
Sag mir, du hast was. Es war nur ein partieller Download, aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... einfach reden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Bloom-CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlot? Merlot. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Bedbug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß über Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich. Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bedbug. Sollt ihr aufhören, in Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot... Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden, das ist die Goldader. Ich hab deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Ta-ta. Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Hals nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Iraqs Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien.